hat kontinuierlich weitergearbeitet hat. Aus dieser Urfassung und Texten des Regisseurs hat Elfi Schweiger nun Jeder Mann und der Tod im Apfelbaum entwickelt. Morgen Abend ist Premiere im Oval im Europark. In dieser Inszenierung von Andreas Gergen begegnet der Jedermann, gespielt von Matthias Schlung, dem Tod als Frau, gespielt von Vasiliki Russi. Sie übernimmt gleichzeitig noch andere Rollen, die teilweise schon in der Urfassung des Jedermanns angelegt waren. Der Mammon, die Verwandtschaft, Mutter, macht euch nicht unnütze Beschwerden, die Buhlschaft. Ich zu dir trat, als ob mir jemand nahe tat. Diese spezielle Fassung beinhaltet aber mehr als nur die Urform des Jedermanns aus dem Jahr 1905. Und zwar setzt sich unsere von Elfi Schweiger zusammengesetzte Fassung eben aus diesen Prosatexten und den bekannten Knittelversen von Hugo von Hofmannsthal zusammen, aber auch einem Text von Max Reinhardt, den er anlässlich einer geplanten Aufführung in New York in seinem Exil verfasst hat. Und das ist eine wilde, kollagierte Mischung zusätzlich mit den Songs von Elvis Costello aus den Juliet Letters. Die Musik von Elvis Costello wird von einem eigens zusammengestellten Streichquartett hochkarätig gespielt. Durch den Ort des Geschehens ergibt sich auch der Titel zu diesem Abend. Das spielt in einem Garten und daher auch dieser Titel, Jedermann und der Tod im Apfelbaum. Und der Tod springt von Baum zu Baum und wenn er die Erde berührt, dann stirbt ein Mensch. Und da sind Texte drinnen, die mich unheimlich gefangen genommen haben, die in Prosa geschrieben sind. Zum Beispiel, wenn jedermann fragt: Was soll ich anfangen in dieser Stunde? Dich trösten, Jedermann. Und mein Gesicht ertragen lernen. Dann ist das, glaube ich, etwas, was uns Menschen im Leben begleiten muss. Vier Vorstellungen sind bis 13. August im Oval im Europark angesetzt. Danach geht das Stück auf Tour durch private Gärten. Jetzt ein Sendungshinweis. Guten Morgen Österreich ist.